Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Der Zucker, ist er böse, ist er gut? Wo wirkt er denn positiv? Kann er sogar den Insulinspiegel senken oder sogar den Langzeitblutzucker in die Spur bringen? Oder gibt es auch Zuckerarten, die den Krebs anfeuern und wirklich die Zellen altern lassen? Über diese ganzen verschiedenen Zuckerformen und wie sie wirken, sprechen wir heute mit unserem Gast Dr. Friederike Wiechel aus der Swiss Mountain Clinic. Bleiben Sie dran! Hallo, liebe Friederike. Schön, dass du wieder da bist. Ja, gern. Und ich bin heute total gespannt auf das Thema der Zuckerarten, weil man kennt ja so viele, natürlich auch den Süßstoff und Xylit und Stevia. Aber da gibt's ja noch vieles, vieles mehr. Aber bevor wir da drauf eingehen, würde ich von dir sowieso gern mal als Ärztin deine Meinung zu Zucker hören. Ja, Zucker ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn man eigentlich so will. Ne? Viele ernähren sich ja Low Carb und haben Angst vorm Zucker, weil auch das Gewicht damit in die Höhe geht und man kriegt den Diabetes vielleicht irgendwann, Alzheimer, wenn es ganz schlimm kommt. Zucker, weiß man heutzutage, ist mitverantwortlich auch für die Entstehung von Krebs, ne, den aggressiven Krebszellen. Das ist ja noch ein Unterschied, ob ich einen Tumor habe, der einfach lokal begrenzt wächst oder ob ich dann wirklich ein metastasierendes Geschehen habe, also ein richtiges Krebsgeschwür. Und deswegen ist Zucker so, ja, für viele Leute, sagen wir mal so, ein Thema. Ne? Mhm. Die haben Angst vor Zucker. Ne? Auch Mütter achten darauf, bloß kein Zucker, die Zähne. Aber Zucker ist ein ganz wichtiger Stoff, weil Zucker ist Treibstoff. Unser Gehirn, unsere Nervenzellen brauchen Zucker. Gerade bei der heutigen Reizüberflutung. Zucker ist Energie pur. Mhm. Und auch Zucker, der richtige Zucker, ist unendlich gesundheitsförderlich. Es gibt nämlich Zucker, die Karies vorbeugen. Es gibt Zucker, die einen konstanten Blutzuckerspiegel machen und nicht diese Blutzuckerspitzen, die man hat, wenn man jetzt zum Beispiel Pasta isst. Mhm. Ne? Nach einem Pastagericht, was passiert? Oh, das ist mein Schlafmittel Nummer eins. Genau, und dann brauche ich einen Espresso und der macht wieder mein Cortisol hoch und so. Es kommt eins zum anderen. Und es gibt wirklich heutzutage Zucker, die einen gesundheitsfördernden Effekt haben. Und das muss ich einfach wissen, weil Zucker ist nicht, also es gibt den schlechten Zucker und es gibt den guten Zucker. Und dann ist der Zucker nicht mehr mein Feind, ganz im Gegenteil. Er ist sogar ein Zellschutz. Also das muss man einfach mal wissen. Schön. Jetzt gibt es natürlich in der Natur vorkommende Zuckerarten und künstlich hergestellte von der Industrie. Sieht man, dass die, die aus der Natur kommen, dem Körper eher zuträglich sind und die, die aus der Industrie kommen, eher gegen den Körper arbeiten? Ja, das sieht man sicherlich. Und da ist das perfekte Beispiel ist eigentlich die Muttermilch. Hast du deine Kinder gestillt? Ja, ja. Genau. 2 Jahre. Und hast du mal probiert, die Muttermilch? Süß, ja. Die ist so süß. Ne? Also der Zucker und auch der Geschmack süß kann nicht schlecht sein. Denn wir produzieren es für unsere Kinder. Das heißt, es ist was, da sind wir von der Evolution her seit jeher dran gewöhnt. Und es gibt zahlreiche Zucker in der Muttermilch, aber zwei sind ganz dominant. Das ist einmal die Galaktose und es ist die Tagatose. Und die Galaktose ist ein Zucker, der ist wunderbar, weil der geht ohne Insulin in die Zelle. Die Zelle kann ihn sofort nutzen. Sie muss dafür ihre Zellkraftwerke nutzen. Sie kann ihn nicht vergären. Damit steht er auch eine Krebszelle zum Beispiel nicht zur Verfügung. Eine Krebszelle kann die Galaktose nicht nutzen. Eine Nervenzelle, die in der Insulinresistenz ist, wo die Patienten dann merken, boah, Gedächtnis, ne? Ich kann irgendwie mir die Worte nicht mehr merken, mir fällt der Name nicht mehr ein, ich bringe alles durcheinander. Wenn die Galaktose kriegen, sind die auf einmal wieder wach und klar im Kopf. Ne? Nicht, wenn die Nervenzellen schon zerstört sind, aber dann. Ne? Und Galaktose ist ein ganz entscheidender Faktor in der Muttermilch, weil er ist einfach für die Hirnentwicklung des Kindes ganz wichtig. Und noch dazu ist Galaktose ganz wichtig, weil er tut Zahnplakbildung verhindern. Ein anderer dominierender Zucker in der Muttermilch ist Tagatose. Hat man so noch nicht gehört, steht auch nicht in den Lehrbüchern. Aber Tagatose ist ein Einfachzucker, der ist
ziemlich süß, aber der hat ganz wenig Kalorien, kaum Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und er fördert das Wachstum gesunder Darmbakterien. Also er ist Treibstoff für die gesunden Darmbakterien, die dann auch die Buttersäure bilden, die dann wieder andere gesunde Darmbakterien fördern, also das Wachstum. Und somit ist es für die Gesundheit des Kindes, gerade für den Darm, wo sich erst die Flora ansiedeln muss und das Gehirn, was sich bilden muss, ist einfach dort alles gegeben und wir haben es in der Muttermilch. Und von daher sind das Zucker, die man unbedingt wieder integrieren sollte, denn das Wissen gibt es heute. Mhm. Aber was haben wir in der Industrie? Wir haben die Saccharose, den ganz normalen Zucker. Fruchtzucker. Glucose, Fructose-Sirup. Genau, und dann haben wir das ganze... Gärzuckersirup, ja, das ganze, ist ja alles. Ja, ja, und dann hast du das ganze Jahr über, ne, steht dir das Obst zur Verfügung, der Fruchtzucker. Ich meine, der Fruchtzucker an sich, Fruchtzucker muss immer in der Leber erst wirklich zwischengeparkt werden und wird dann entweder umgewandelt. Ne? Wenn das der Körper jetzt braucht, dann stellt er daraus Glucose her. Das heißt, es ist mit dem Kraftaufwand verbunden für die Leber. Die hat ja sonst schon genug zu tun. Und dann musst du daraus, und wenn er nicht verbraucht wird, dann wird es halt zu Fett umgewandelt. Ne? Also das ist ja von der Evolution nicht vorgegeben. Früher hatten die nur im Spätherbst mal Früchte. Mhm. Und dann haben sich einen Bauch vollgeschlagen, weil es war gut, weil dann hatten sie genügend Reserven für den Winter. Aber heutzutage dieses Übermaß ist überhaupt nicht mehr gut. Ja, der Zucker, der fördert ja auch diese ganzen Alterungsprozesse. Ja. Und diesen Zellabbau oder das Zellsterben, haben wir das dann auch bei den... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es dann der Zucker, der in der Muttermilch drin ist, auch... Die Radikalbildung macht. Nee, das ist es ja. Der Zucker fördert immer auch wieder Radikale, ne, wenn er verbrannt wird. Und das macht Alterungsprozesse. Mhm. Definitiv. Und deswegen muss man darauf wirklich achten, dass man Zucker verwendet, die eben anders verstoffwechselt werden, so wie die Galaktose zum Beispiel oder Zucker, die langsamer abgebaut werden. Ne? Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch die Radikalbildung, ne? Um nochmal darauf zurückzukommen. Die Krebszelle, ne? Die Krebszelle, die aggressive Krebszelle, das hat schon der Warburg festgestellt, desto aggressiver der Krebs, desto höher ist der Umsatz an Zucker, desto geringer zwar die ATP-Produktion, desto mehr Milchsäure bildet sich. Ne? Aber die Krebszelle braucht den Zucker. Und der Johannes Keu, der hat einfach da weiter geforscht und gesehen, dass es ein bestimmtes Enzym ist, was das macht. Das ist die Transketolase 1. Das ist ein dritter Stoffwechselweg, der da ins Spiel kommt. Das ist die Vergärung trotz Anwesenheit von Sauerstoff. Und da wird der Zucker umgewandelt, aber ohne, dass die Radikale entstehen. Und diesen Stoffwechsel nutzt die Krebszelle, weil die will ja keine Radikalschäden. Mhm. Weil wenn wir Radikale haben, dann sind ja Mutationen gegeben. Und so die Krebszelle möchte ja einfach nur wachsen und sich ausbreiten. Und dieser Stoffwechsel ist, was für die Krebszelle natürlich für uns Menschen nicht förderlich ist. Das ist aber in uns Menschen, den Stoffwechseln gibt es schon ganz, ganz lange. Und den nutzen auch unsere Nervenzellen, den nutzen auch unsere Samenzellen. Mhm. Weil wir damit diese Radikalbildung nämlich nicht haben. Denn was du ja nicht willst, wenn du dich paaren willst mit deinem Partner, dann möchtest du ja, dass Eizelle und Samenzelle wenig Radikalen ausgesetzt sind. Also nutzen diese Zellen diesen Stoffwechsel, aber dafür brauchen sie eben Zucker. Mhm. Ne? Deswegen ist auch der Zucker gerade oder Störungen im Zuckerstoffwechsel, sagen wir mal so, ganz wichtig, wenn wir über Fruchtbarkeit sprechen zum Beispiel. Mhm. Wenn es gibt ja heutzutage viele, die einfach nicht mehr schwanger werden können. Die Männer, die schlechte Spermienqualität haben. Also das ist schon wirklich eine Sache, die man einfach bedenken muss. Jetzt ist die Galaktose ja eine recht kostspielige Angelegenheit. Gell? Mhm. Also es ist jetzt nicht billig. Was macht man denn, wenn man wirklich dennoch damit... Also Backen wird wahrscheinlich zu teuer werden, gell? Ja, also die Galaktose ist ein Zucker für mich. Ja, das ist so die... Das Beste, was man eigentlich so haben kann, auch das Hochwertigste für den Stoffwechsel, sagen wir mal so. Aber es gibt auch wirklich andere Zucker, wie zum Beispiel Isomaltulose. Ne? Isomaltulose ist genauso eine Verbindung wie Saccharose, also der normale Haushaltszucker, Glucose, Fructose. Aber er ist eben anders verknüpft.
Er ist anders verknüpft, der Körper kann ihn viel langsamer aufschlüsseln. Damit habe ich einen geringeren Blutzuckeranstieg. Denn, und das will ich ja. Ich will ja nicht diese Insulinspitzen. Ja. Ich will, dass mein Gehirn, mein Körper ganz langsam und stetig versorgt wird. Und Isomaltulose kann man sehr gut auch zum Backen verwenden. Zum Beispiel, es ist ein günstigerer Zucker. Man kann ihn karamellisieren auch. Das steigert nochmal die Süßkraft. Er hat ungefähr so 60% von Haushaltszucker, die Süßkraft. Mhm. Und dann bekommt halt alles irgendwie auch noch so diese Karamellnote. Das habe ich ganz gern. Ne? Dann gibt es, Tagatose kann man auch verwenden. Dann gibt es noch einen Zucker, der heißt Trehalose. Das ist eine Verbindung aus Glucose, Glucose. Die sind auch so verknüpft, dass sie schwer aufzuspalten sind. Also es gibt da schon einige Zuckerarten, die man verwenden könnte. Ich würde jetzt Galaktose wirklich nicht zum Backen nehmen, weil dafür ist es einfach zu teuer. Ja, bei Galaktose ist so die Empfehlung, gerade für die gleichmäßige Zuckerversorgung oder wenn ich zum Beispiel mal nicht schaffe, irgendwie, weiß ich nicht, ausgiebig zu frühstücken oder Mittagessen fällt aus, aber ich muss den ganzen Tag, bin unterwegs, muss leisten, muss vielleicht viele Kilometer zurücklegen mit dem Auto, dann kann man sich einfach so ins Wasser die Galaktose tun und dann einfach dieses Wasser trinken, ne, zwischen den Mahlzeiten. Ich überlege gerade so als Sportler, wenn ich jetzt Ausdauertraining mache, kann ich die Galaktose dann beim Sport auch trinken, ohne dass mein Fettstoffwechsel beeinträchtigt wird? Die Galaktose ist wunderbar. Die Galaktose ist dann ganz ein super Energielieferant und wird auch im Spitzensport eingesetzt. Mhm. Aber es unterbindet nicht die Fettverbrennung. Jetzt so, dass es kurbelt Insulin die Fettverbrennung an. Okay. Das ist wirklich, das ist ein hervorragender Zucker. Und eben gerade auch bei Demenz. Mhm. Das ist also eigentlich für alle, auch Kindern. Ich gebe meinen Kindern die Galaktose. Okay, aber die ist jetzt noch nicht so frei verkäuflich. Gell? Die muss man erst noch irgendwie immer bestellen. Also ich kriege die jetzt nicht im Großhandel kriegst du die nicht. Du kriegst sie auch nicht im Bioladen oder so. Du musst sie wirklich online gucken und musst sie online bestellen. Bei einigen Anbietern ist die zu haben. Was gibt's noch zu den anderen Zuckerarten zu sagen? Gerade wenn wir jetzt auch in Bezug auf die Zahnhygiene nochmal eingehen. Was tötet denn da so? Es gibt ja auch bei Xylit und so, gell? Wird ja auch gesagt, dass die Zahn... Geschichte. Bei Xylit ist halt einfach mal so, fernab der Zahngesundheit, das ist einfach ein Zucker, ich mag den nicht besonders. Also es ist ja Birkenzucker und der hat so eine kühle Süße. Ne? Also es ist nicht eine angenehme Süße. Im Sommer vielleicht, wenn ich das in meine Getränke tue, aber ansonsten ist es wirklich so ein kühlender Zucker, sagen wir mal so. Und der hat einfach nicht so viel Nährwert. Also mein Gehirn wird mit Xylit veräppelt. Das denkt, da kommt was an, weil ich habe den süßen Geschmack, aber es kommt ja nichts an. Okay. Ne? Und der Zucker ist ja fürs Gehirn auch sehr wichtig, habe ich dir erzählt, einfach weil es ist der Treibstoff Nummer eins. Und gerade in der heutigen Zeit und auch wenn wir viel Stress haben, ne, der hohe Stresspegel unter anderem tut auch die Geschmacksnerven im Mund verändern und trimmt die auf süß. Mhm. Wir greifen automatisch dann zu Süßem, weil dann der Cortisolspiegel, der Stresshormonpegel auch dann wieder abfällt. Ne? Also Nervennahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen bin ich bei Xylit einfach nicht so ein Freund. Andere Zucker, die gesünder sind für die Zähne, ne? Die Kinder, die nuckeln ja an der Brust. Und ich habe dir gesagt, die Galaktose. Die Galaktose, die verhindert Zahnplakbildung. Mhm. Das ist wunderbar. Auch Isomaltulose ist ein Zucker, also Süßigkeiten mit Isomaltulose gemacht oder auch Desserts, wenn man zu Hause macht. Das können die schlechten Zahnbakterien nicht verwerten. Und damit, wenn die natürlich keinen Treibstoff mehr haben, dann sterben die natürlich ab. Und die guten Mundbakterien werden immer mehr. Das heißt, damit kann ich ganz, ganz viel auch regulieren. Ne? Und dann tut sich alles im Mund wie normalisieren. Ja, gut. Die Diabetiker, die hat man ja so ein bisschen veräppelt mit dem Thema Aspartam und Süßstoff. Das war ja auch eher so eine Marketingstrategie, denke ich eher. Woran kann sich denn ein Diabetiker orientieren? Also beim Diabetiker ist es ja so, der Diabetiker, das ist ja so die ganz klassische Zivilisationskrankheit schlechthin. Ne? Die Menschen haben über Jahrzehnte hinweg
zu viel Zucker bekommen, haben sich zu wenig bewegt und irgendwann sagt halt auch die Zelle, jetzt ist mal Schluss mit lustig. Mhm. Ich schließe jetzt meine Schlösser zu und das Insulin kann nicht mehr andocken. Ich meine, man muss sich auch mal überlegen, was macht denn das Insulin eigentlich? Also, oder wie wichtig ist der Zucker, aber wie schlecht ist er teilweise auch? Das zeigt uns schon unser Stoffwechsel, ne? Der Körper schüttet das Insulin nicht umsonst aus. Das Insulin ist dafür da, dass der Blutzucker bloß nicht zu hoch ist im ja. Blut, damit es in die Zellen kommt. Aber er darf auch nicht zu niedrig sein, weil dann kommt das Glukagon. Also er muss schon vom Stoffwechsel konstant sein. Und beim Diabetiker ist es ja so, der Zucker kommt nicht mehr in die Zelle. Er verweilt im Blut. Und was passiert dann? Der Zucker, der ist ja so reaktiv. Der hat bestimmte Gruppen. Der geht dann mit Eiweißstrukturen, mit Fetten, Verbindungen ein. Und ganz klassisch ist ja der Langzeitblutzucker, das HbA1c. Das ist ja so für viele Diabetologen der Parameter Nummer 1. Daran orientieren sie sich. Und dann siehst du einfach, wie verklebt, ne, sind deine roten Blutkörperchen, das Hämoglobin. Und die Tagatose zum Beispiel, das ist in Studien gezeigt worden, ist, wenn die 45 Gramm Tagatose am Tag nehmen, sinkt der HbA1c, bei Galaktose genauso. Mhm. Und plus natürlich Bewegung, Ernährungsumstellung und so weiter. Aber das habe ich auch schon selber erlebt. Also Patienten, die wirklich viel gemacht haben, aber die haben trotzdem nicht den HbA1c runterbekommen. Mit Tagatose dann ging es. Und das ist einfach gigantisch. Ja, das finde ich jetzt auch echt spannend. Und ich finde es einfach immer wieder so faszinierend, dass in der Muttermilch ist alles drin. Mhm. Weißt du? So. Und durch die guten Darmbakterien, die sich natürlich dann auch durch die anderen Zucker fördern, kann ich natürlich auch viel besser entgiften. Also es ist ja, dieser Zucker ist in dem Sinne dann auch ein Präbiotikum. Mhm. Ne? Dadurch kann ich viel besser über den Darm dann auch Giftstoffe ausscheiden. Und wenn man jetzt gesund ist und über den Alltag, so wie jetzt zum Beispiel du heute, ja, heute bist du auch Arbeit und Interview und hin und her fahren. nimmst du jetzt jeden Tag die Galaktose einfach auch als Süßungsmittel in Tee und Kaffee oder so rein? Oder nimmst du das gezielt wirklich in Momenten, wo du sagst, okay, jetzt muss ich wach sein? Also nee, ich nehme sie wirklich jeden Tag. Mhm. Das ist, also morgens tue ich immer erst mein Wasser trinken und danach mache ich mir so einen Bulletproof Coffee, wo ich dann Kokosöl reintue und einen Teelöffel Galaktose. Ne? Okay. Und einfach dann ein bisschen Hafermilch schön shaken. Und dann, das ist so das, was ich immer nehme. Und dann nehme ich nochmal manchmal im Verlauf des Vormittags und auch im Nachmittag nochmal einen Teelöffel Galaktose. Weil gerade wenn du wirklich sehr wach sein musst, musst ja sehr präsent sein dem Patienten gegenüber. Du darfst ja keinen Moment verschlafen, wenn er mit dir spricht. Und auch einfach nachdenken. Ne? Also du musst dir überlegen, welches Konzept arbeite ich hier aus für den einen oder anderen. Und da hilft die Galaktose wirklich für eine ständige, ja, Wachheit. Super spannend. Also das finde ich jetzt echt gut. Und es ist natürlich ein teurer Zucker, aber das ist leider in unserer Branche so, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich investiere doch lieber heute in meine Gesundheit, als dass ich morgen ein Problem habe. Mhm. Ja. Könnte ich sowas dann auch den Kindern mitgeben, wenn die dann in der Schule Prüfungen schreiben oder so? Auf jeden Fall hundertmal besser wie dieses. Wie irgendwelche Energy Drinks, ja, genau, oder so. Natürlich. Traubenzucker war das dem Ganzen. Du tust den Kindern, du kannst den auch in ihr, wenn du, gerade wenn du so kleine Zappelfilippe hast oder so, ne, die dann immer, die wollen ja auch das Süße. Und dann müssen sie wieder auspowern, dann greifen sie wieder zu was Süßen. Und das geht ja nur so bei den Kindern. Und die Galaktose versorgt die langsam, ne? Also einfach in die Trinkflasche von der Schule einen Teelöffel Galaktose geben. Mhm. Entspricht ja gar nicht so diesem mütterlichen Weltbild, gell? Dann den Zucker in das Getränk. Aber da gilt auch wirklich diese klare Differenzierung zwischen dem körperschädigenden und dem eben positiven Zucker. Ja, und es ist auch gezeigt worden, weil es eben die Fettverbrennung ankurbelt und Fette mobilisiert, dass du damit abnehmen kannst. Mhm. Also auch im Fasten. Du könntest, gerade wenn du so Fastenkrisen hast, nimmst du dir ein bisschen Galaktose. Okay. Und schon ist dein Hirn wieder versorgt und du bist ausgeglichen und bist nicht in diesem Anspannungsmodus, wenn du durch irgendeine Kur gehst. Denn das ist ja das, oder? Viele
machen irgendwelche Radikaldiäten, der Körper ist nicht darauf getrimmt, von heute auf morgen sagen sie, ich habe zu viel Gewicht, ich mache jetzt mal das und das und das, aber der Körper ist eigentlich gar nicht angepasst, kommt nicht zurecht und man ist eigentlich innerlich nur wütend und gestaut. Und dann ist es wunderbar, wenn man mit diesen Zuckern da für eine optimale Versorgung, für eine gleichmäßige Versorgung vor allem sorgt. Und mir liegt es nochmal wirklich am Herzen, also weil es ist wirklich ein Schlüssel in der Krebstherapie, ne? Dieser Zuckerstoffwechsel. Und da mit anderen Zuckern dann zu arbeiten, ist essentieller denn je, ne? Weil Galaktose kann die Krebszellen nicht verwerten. Mhm. Und ein Krebspatient muss aber unbedingt die schlechten Zucker, auch die Zucker in Getreide, ne, diese langkettigen Zucker, wo ein Glukosemolekül ans nächste gerollt ist, ne, müssen diese Patienten einfach weglassen. Ne, und durch den besonderen Stoffwechsel, den die Krebszelle haben, tun sie sich auch ja vor Mutationen schützen, ne? Und darauf zielen ja auch die Standardtherapien ab, immer wieder auch Mutationen, Radikale auszulösen. Aber die Zelle, die hilft sich immer wieder neu, die hat immer wieder Strategien auch, wie sie sich vor diesen Schäden eigentlich schützt. Und das sieht man ja ganz oft, die Patienten bekommen eine Chemotherapie, dann sieht es erst ganz gut aus und dann wächst es wieder nach ein paar Monaten. Ne? Und dann ist es einfach ein ewiger Kreislauf und wieder ein Zyklus und wieder ein Zyklus. Und deswegen, wenn man da wirklich den Zellen auch den Treibstoff nimmt, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Also kann ich auch, wenn ich mich ketogen ernähre, Galaktose als Zuckerersatz nehmen? Kann ich auch. Ich bin halt nicht so ein Freund. Also ketogen ist schon mal ganz gut, eine gewisse Zeit. Mhm. Aber fürs Hirn ist es nicht gut, weil das Hirn verkümmert dann. Also es braucht schon den Zucker. Mhm. Ne? Noch dazu ist ketogen auch wirklich belastend für die Leber. Das darfst du auch nicht vergessen. Und die Leber, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist ja in alles involviert. Ne? Das viele tierische Eiweiß, was du bei einer ketogenen Ernährung hast, oder auch das viele Fett, was du hast, das muss ja alles immer erstmal durch die Leber. Und das fordert einfach die ganze Zeit Verdauungskraft. Und die Leber sollte sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ne? Aber die Galaktose ist auf jeden Fall da, wäre ein guter Zucker. Mhm. Super. Ja, perfekt. War jetzt sehr interessant. Und wenn man sich da noch so ein bisschen informieren möchte, keine Ahnung, zu ja eben auch Gesundheitsthemen und so Geschichten, gibt es da Möglichkeiten oder Quellen? Ja, also der Johannes Keuder hat ja da viele Bücher geschrieben, ne? Eins ist zum Beispiel Fit mit Zucker, ne? Sonst gibt es ja immer Gegenzucker, Zucker ist schlecht, ne? Die heimlichen Zucker überall versteckt. Fit mit Zucker, ne? Das ist, wir haben eben drum gesprochen, kann man finden. Dann gibt es eine Website auch, www.intelligent-sugar.info, glaube ich. Da ist auch alles nochmal ganz on Detail erklärt, wissenschaftliche Studien dahinter, wo man sich informieren kann, Bezugsquellen. Also das sind auf jeden Fall Seiten und Bücher, die man besuchen und lesen sollte. Super, perfekt. Dann danke ich dir, dass du extra den Weg aus der Swiss Mountain Klinik hierher gemacht hast und ja, bis bald hoffentlich. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, das Thema Zucker nochmal von einer ganz neuen Perspektive betrachtet. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall mal die neuen Zuckerarten ausprobieren, in den Alltag integrieren und wünsche Ihnen auch viel Erfolg dabei. Bis bald. Tschüss.